Der Mann von Welt reist natürlich nicht nur mit einem Motorrad zu einem solchen Event an. Hört, hört. So war am nächsten Fahrtag die kleine grüne Bestie unterwegs. Manuels BMW Zweiventiler, den er gern bei Rennen fährt. Simo, Jörg und Manuel waren also zu dritt auf drei Bikes unterwegs und so konnte hier jeder für sich ein bisschen auf den sandigen Pisten der wunderschönen Landschaft krachen lassen. Auch eine tolle Strecke ist der Ausflug durch das Flussbett. Natürlich ein bisschen abhängig vom Wetter, ob es spritzt oder ob es staubt. Naja, und so Landschaften sind für eine Rotbuckennavigation, gerade auch um die zu üben, natürlich prädestiniert. Keine einzelnen Wege, wo es überhaupt keine andere Option gibt über mehrere Kilometer, sondern Weideflächen, diverse Fahrspuren in alle möglichen Richtungen. Immer wieder wechselnde Landschaften, Schotterpisten, Sandpisten, rauf in die Berge, Wasserdurchfahrten. Wunderbar hier in Bosnien. Ja, wenn man ein bisschen Abstand hält, dann hat man auch natürlich hier die Möglichkeiten, richtig zu bremsen. Auch das hatten leider nicht so alle Fahrer drauf, durfte ich leider selber erleben. Artgerechte Haltung hier mal von einer HP2 von Jörg. Ist ja auch nicht jedermanns HP2-Inhabers Sache. Beim einen ist es mehr das Vitrinen- und Sammlermodell, beim anderen wird es halt genutzt, wofür es gebaut wurde. Dann kann es aber auch mal passieren, dass man einen Defekt hat, wie hier ein schönes Loch im Schlauch. Ich mach die Zündung nochmal aus, ne? Genau. Ja, der Platz, den wir da haben, ist gar nicht schlecht. Alles gut, alles gut. Alles gut, neuen Reifen, neuen Schlauch. Was die Community der Bosnier Rallye ausmacht, ist auch natürlich die Hilfsbereitschaft der anderen Fahrer. So kam es eigentlich immer vor, dass wenn man irgendwo stehen blieb und sei es nur zum Pieseln oder Fotos machen, jemand fragte, ob man Hilfe braucht. Tippitoppi. Der Stefan da als Sponsor. Irgendeinen Sponsor muss es da geben bei der Straße, oder? SWT Sport, oder? Nee. Ja. Tieren hat es da natürlich nicht gehapert. Ob das hier die Kuhherde oder die Schafherde mitten auf dem Weg war, der Hofhund, der einem bellend hinterherhing in beachtlicher Größe, oder auch mal die ein oder andere Wildpferdeherde, die waren allerdings eher scheu als stur. Müsste man hier schon ein bisschen aufpassen bei den Tierchen. So ein Horn, das kann auch mal echt zwicken. Ja, nee, das ist eine, Schafe auf dem Motorrad ist schwach. Ich hab gesagt, heute Abend habe ich viel Arbeit. Pong.
Sag mal, Jörg, was machst du denn da eigentlich mit deinen Reifen? Zum zweiten Mal Reifen wechseln? Man nach so einem rumpeligen Singletrail auf einmal in so einem Dorf raus. Und dann ist plötzlich Diplomatie gefragt, nur weil die zwei Herrschaften da nicht beim Sturm auf Kupris auf dem Marktplatz standen und uns beklatscht haben. Tja, aber egal ob fernnavigiert, ob Fehler in der Streckenführung oder andere unerwartete Ereignisse, immer schön freundlich bleiben und lächeln. Es hätte noch immer Jod hier. Ah, wir kommen von der Oberste, das ist auf der Route. Was für eine Route? Ist mir scheißegal, Mann. Ja, tut uns sehr leid. Er hat euch Erlaubnis gegeben. Tut uns sehr leid. Was machen Sie da? Das ist privater Weg. Es tut uns sehr leid. Der Kollege hat uns ja die Dreck aufgegeben. Das ist private, heute private Weg. Was machen Sie da? Das müssen wir ja nicht. Raus! Hinaus! Ja. Vielleicht bezahlt, aber nicht privat. Gut. Was wollt ihr? Wir bezahlen auch. Nee. Wir wollen keine. Nee, kein Geld. Zurück. Sie haben sofort. Wahrscheinlich für das hier bezahlt jemand anderes. Ja. Aber hat uns gar nicht. Aber gebracht. Das ist Privatweg. Unsere Häuser, unser Weg. Wir wollen keinen Ärger. Das ist nicht haftbar. Das ist Beton. Sie haben das bezahlt. Alles. Wir wollen keinen Ärger machen. Okay, kein Problem. Zurück. Wir wollen wirklich keine Ärger machen. Okay. Also verstehe ich. Wenn wir euch was geben. Nee. Wir brauchen kein Geld. Wir haben kein Problem mit euch. Mit diesem Mann. Ach so. Ohne Erlaubnis einfach Motorräder hier rumfahren. Natürlich. Sie können da oben haben Sie einen Weg. Da stören Sie. Zwei Jahre habe ich diesen Weg gemacht. Über die Häuser. Das ist privat. Da stören Sie. Also, wir haben keine. Ah, ja, bitte. Wir sind auch bloß. Hat er Hier eine schöne Stelle natürlich, die allseits beliebte Wasserdurchfahrt in dem Becken bei Moster. Wenn es heiß ist, super Sache zum Abkühlen, hier gehen auch viele von den Locals gerne baden. Kleiner Kiosk daneben, lieben Gruß hier an den Jeep vom 4x4 Offroad Rescue Team aus Polen. Check, check, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich bin ja immer als Endurance Motomedic auf dem Bike mit dabei. Ja, wenn man hier nicht aufpasst auf der Wasserdurchfahrt, die kann auch schön glitschig werden, da wird das Foto zum Spaß. Dafür kann man es danach über mehrere Kilometer in der tiefen freien Ebene Richtung Mostar richtig laufen lassen. Normal ist Zucker ja nicht so meine Sache, aber hier während des Fahrens ist der Verbrauch natürlich ziemlich hoch und deshalb
Energie tanken. Und das geht jedem so. Hola Simo! Ja, dann Mahlzeit, Jungs. Ja, immer wieder gibt es natürlich zwischen den Geländeabschnitten auch kurze Verbindungsetappen, die über Teerstraßen laufen. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, da kannst du noch so ein guter Fahrer sein. Die Straßenqualität ist dann doch deutlich anders als bei uns. Und es gibt wirklich ein paar tückische Kurven auf den Teerstraßen. Und da legt es halt auch mal einen ab. Zum Glück nichts passiert. Und wieder mal geht's rauf in die wunderschönen Berge Bosniens. So einsam die auch sind, es taucht trotzdem immer mal wieder ein Hirte auf mit seiner Schaf- oder Ziegenherde. Und dass neben an so einem Tag mal irgendwann ein bisschen der Kragen platzt, wenn da 250 Mopedfahrer, die auch nicht alle auf einen Schlag kommen, da immer wieder durch wollen und die Viecher zur Seite und den Hund wieder ran und Dings. Ja, Jungs, das tut uns echt leid. Den einen Tag müsst ihr zwar aushalten, aber ein bisschen Beileid und Mitleid habt ihr schon. Mahlzeit. Den Zahn. Wir ziehen den Zahn, okay. Ja, also wir haben einen Nagel reingefahren und mir hat einer gesagt, Jörg, ehrlich jetzt? Echt? Nummer 3 an dem Tag? Ach komm. Dr. Kirsi hat gesagt, nein, ist nicht durch, weil sonst wäre die Luft schon draußen. So. Ich glaube, du machst so lange rum. Oh, guck mal her, da hat sich am Mus verbogen. Am Schlauch verbogen. Hast du wieder Glück gehabt. Warum? Ja, wenn jetzt Platten gehabt, das hätten wir mit dir müssen. Was bedeutet das für uns, dass ja, wir uns umziehen und kommen zum Essen? Nächster Fahrtag. Und Achtung, Achtung, wer kennt die nicht? Gleich kommt's. Da. Ah, Manuels Eiergriff. Gott, wer hat den nicht schon von dem Kerl bekommen? Ist das nervig. Irgendwann haut mal einer mit dem Hammer zurück. Wir haben selber Stempelchen. Ach, mal hinten auf die Kinder. Was? Trotz immensem Arbeitsaufwand, Dauerstress und wenig Schlaf hier immer super gut gelaunt der Organisator Stefan Rosner. Sehr, sehr familiärer Event. Ja, warum steht er da vorne? Es ist ein Roadbook Training Camp, ein Rallye Roadbook Training Camp und dementsprechend gibt es auch hier bei der Abfahrt den Zeitstempel, den man sich auch dann weiterhin unterwegs über die Fahrtage an den einzelnen Checkpunkten abholt. Okay.
eine der wenigen, aber wichtigen Regeln der Bosnien Rallye neben immer auf der Straße und auf der Strecke bleiben, ist bitte, bitte in den Dörfern gemäßigt fahren. Es gibt hier viele Speedlimits, auch durch die Rallye-Organisation gesetzt, einfach damit wir hier nicht als Rowdies, sondern als gesittete Enduristen auftreten. Leider kam es ja doch ab und zu mal vor, dass man in den vielen Waldpassagen dummerweise mal hinter so einem Holz-LKW hing. Ja, und da war dann auch oftmals nichts mit vorbeikommen. Dass die dann einfach mal ein paar hundert Meter ihr Tempo fahren, statt immer wieder anzuhalten, ist ja wohl auch klar. So, jetzt müsste man noch wissen, ob es Alu ist. Wenn es Stahl ist, kann ich schweißen. Das ist doch nicht schlimm, aber ich, wie gesagt, der Lösung ist wegbauen. Fertig. Jörg, sein Heck ist gebrochen. Dort, nicht dort, die Impuls. Seht ihr? Und da repariert das gerade Jörg. Das ist Impulsschuss. Dankeschön, danke. Wenn du in Deutschland Hilfe brauchst. Ja, ich bin nicht so viel. Ich bin bis München und in Stuttgart und fertig. Ah, okay. Ciao. Schöne, tschüss. Ja, anfänglich scheinbar erfolgreiche Reparatur, aber nach der einen Wasserdurchfahrt war dann leider technisch gesehen Schluss. War der letzte Fahrtag für die Jungs, der vorletzte für die ganze Rallye. Nicht schlimm, trotzdem viel erlebt. Sehr geil. So, für uns ist jetzt am Freitag die Reise rum. Kaputt gemacht haben wir genug. Die Frauen daheim werden zufrieden sein. Wir spielen wieder Männer-Tetris. So, Tom, bist du aufgeregt? Aufgeregt, du. Wir Profis, wir sehen das ganz cool, weißt du. Nur schade, letzter Tag. Es ist blöd, ja. Was hast du heute noch vor? Relaxed, entspannt durchziehen und so zum Mittagessen wieder zurück zu sein. Wie viele Kilometer hast du jetzt noch? 200. 200. Und dann ist Feierabend. Leider. Leider. Oder bleibst du wegen länger da? Da nein, die leider. Sieger-Leute. Die Arbeit ruft. Ich muss schon wieder am Dienstag Training machen. Und, wo machst du Training? Jetzt in Hechlingen. Bist du Angestellter? Nein, wir sind ja alles Freie. Okay. Und, aber ja, geht schon wieder weiter. Ja. Wie alt bist du jetzt? 63. 63. Wie lange willst du es noch machen? Ich habe mir Ziel gesetzt, maximal 25 Jahre. Hm? Dann ist Schluss. Dann gehe ich auf große Reise. Okay. Das ist schön, wenn man Ziele hat, ne? Ja, du, das war. Beim Rechnen warst du nie so gut, ne? Du, ich mache das jetzt 30 Jahre professionell, den Job. Und das sieht auch noch gut aus. Es ist alles dran. Alles noch echt? Ja, es war zwar schon mal alles krumm, aber toi, 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 bis dato. Ja. Also es war schön, dich wieder zu treffen. Irgendwann machen wir mal ein Interview bei dir daheim. Ne? Ja, mit ein bisschen mehr Zeit. Mit ein bisschen mehr Zeit. Heute bist du ja mit einem Fremdenfahrzeug unterwegs. Ne? Das ist ein Prototyp, das ist Tarnung. Das ist okay. Eigentlich ist es ein BMW. Eigentlich ist es ein BMW, haben wir in Rot. Das ist ein ICS oder Kymco-Motor. Ne? Da wird auch mal Kymco gebaut. Ja. 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 Der Kymco-Motor hat dann passt es ja. Aber pst, ne? Also das ist ein Secret. Ne? Also? Ah, das ist für die Noten. Gute Zeit. Ja, du blickst da durch, ne? Rausschneiden, ja. Bitte. Nie zu viel, ne? Nie zu viel mitnehmen. Kleines ich glaube, Noten gibt es hier nicht. Also. Ciao. Anständig bleiben, war super. Danke. Wir hören uns. Erholung dann auch. Bis dann. War ein geiler Trip. Super. Wir sind sauber über die Grenze gelotst worden. Wir sind jetzt mitten in der Nacht. War 3:30. Die Bosnia Rally. Ja, das Roadbook Training Camp.
großartig. Hier, da, so fing das alles mal an. Der kleine Haufen da. Da wurde es schon mehr, da waren wir schon in einer neuen Location. Ein wunderschöner Event. Tolle Bilder, tolle Erinnerung hier vom Reini, Reinhold Wahnsinn und vom Bastian Brüseke hier eingefahren. Hier, das erste Hotel, da sind wir auch schon in 2-3 Jahren dran vorbeigefahren. Da waren wir anfangs noch, da war unser Briefingraum. Ich glaube, das sollte mal ein Altenheim werden und über den Busbahnhof. Kleine Truppe, keine 20 Mann, 30 Mann, Stefan Rosner hier, der Organisator. Guck mal. Da ganz jung ist er noch, das Bulli. Mei. Da waren wir alle Verwegene hier. Mhm. So. Fit? Alles gut? Ja. Welt, heute nochmal aus der mobilen Werkstatt von der SWT Sport, direkt von der Bosnien-Rallye. Und wie lautet der Auftrag, Manuel? Das ist eine 1190 und die hat einen Platten gehabt. Und jetzt hat er nochmal 2 Tage zu fahren. Da hat er mich darum gebeten, ob ich eine Reifenleihgabe machen. Da habe ich gesagt, verleihen tun wir nichts, aber wir verkaufen was. Und jetzt kriegt er da so einen Metzeler drauf, weil ich die Mifus für mich aufhebe. Johannes, Schnitt? Nein, ist doch so. Die Mefos braucht hier vielleicht noch, müssen wir unseren Hinterreifen gerade anschauen. Ne? Ja. Und dann kann der morgen Spaß haben wieder. Ne? Ja. Wie das in der Felge sitzt bei den Reifen, ist echt hart. Ne? Schlauchlos. Ne? So, jetzt kommt der Adjutant mit her. Da hat er wahrscheinlich dich gemeint, Simo. Montier, also ne Rücksack. Rücksack ist drin. Na, warte oder? Mal, wir haben aber 2 gehabt. Genau. Achso. Zum Reifen und dir müsste es eigentlich lang, oder? Ich kann den Rucksack holen, aber da müssen noch 2 übrig sein. Mit dem Werkzeugkasten oder was? Ja. Der mobile Service von SWT wird die Reparatur hier übernehmen. Ja, unser finnischer Mechaniker sah sich die Sache auch an. Meint, kann man nicht mehr reparieren, müssen wir neu machen, ja? Schaut schon. Dass so alles richtig ist. Unser Pippo ist auch schon da mit dem Werkzeug. Ja. Ja. Zweite Platten auf dem Weg schon, ne? Du hast uns geholfen, jetzt helfen wir dir. Passt doch. Ja. So, wir sind jetzt schon zu dritt. Der Jörg ist heute der Kamerabibo. Den Simon haben wir vorhin aufgeladen. Und der junge Mann hat uns gerade an seiner Grenze geholfen. Jetzt müssen wir ihm natürlich auch helfen. Dass er jetzt einen Platten hat, das wollten wir nicht, aber wir können ihm helfen. Wir hatten auch unseren Platten ja auch schon. Stopp! Genau. So, stopp, sonst bist du wieder im Schatten. Sonst hast du Probleme mit dem Differential. Ja.